Hey, ich bin Till von Mobox. Wir sind ein Team von der Technischen Hochschule Lübeck. Zusammen entwickeln wir ein mobiles Blutanalyselabor für die Notfallmedizin. Wenn der Rettungsdienst am Einsatzort eintrifft, muss dieser schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Meist sind die Symptome der Patienten aber unspezifisch und die genaue Ursache unklar. Hinter Symptomen wie Bewusstlosigkeit, Kurzatmigkeit oder Verwirrtheit können sich aber lebensbedrohliche Erkrankungen verbergen, die eine sofortige Therapie erfordern. Eine zuverlässige Diagnose respiratorischer Störung ist derzeit aber erst im Krankenhaus mittels einer sogenannten Blutgasanalyse möglich. Dies möchten wir ändern. Mobox bringt das klinische Blutanalyselabor direkt an den Einsatzort. Als Handheld wird Mobox ähnlich wie ein Blutzuckermessgerät angewendet. Durch die frühe Diagnose kann sofort mit der bestmöglichen Therapie begonnen werden. So können beispielsweise bereits Medikamente verabreicht oder Beatmungsparameter angepasst werden. Der Patient kann bei Bedarf zudem direkt in eine Fachklinik gebracht werden. Alleinstellungsmerkmal von Mobox ist ein neuartiger KI-basierter optischer Sensor, der auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zuverlässig misst. Neben der Anwendung in der Notfallmedizin sehen wir ein großes Potenzial bei niedergelassenen Ärzten und kleineren Krankenhäusern sowie in Schwellen- und Entwicklungsländern mit unzureichender medizinischer Versorgung. Unser Team besteht aus Benjamin, Reza, Stefan und mir. Wir freuen uns, beim Gründerpreis der Sparkasse zu Lübeck dabei zu sein und zählen auf eure Stimme. Mit eurer Stimme können wir den Rettungsdienst revolutionieren.